Hi, ich bin's Björn. Heute geht es um das Thema Dokumentation in Unternehmen. Und ich finde, dafür ist ein Wiki besonders gut geeignet, weil ein Wiki ist, sowas wie Wikipedia, an jedem Arbeitsplatz verfügbar. Du musst einfach den Browser öffnen. Dann ist es meist genauso einfach, im Browser zu verändern und damit aktuell zu halten. Und ein dritter wichtiger Punkt, besonders für das Thema Qualitätsmanagement, du siehst genau, wer hat was wann verändert. Man hat also eine eingebaute Änderungshistorie. Ich möchte dir heute ein Wiki vorstellen, was mir besonders gut gefällt, weil es zwei Technologien, nämlich Git und Markdown, ziemlich gut miteinander kombiniert. Dieses Wiki heißt Gollum. Gollum. Gibt's den nicht auch in einem Film? Für dieses Video habe ich Gollum einfach auf meinem Mac installiert und lasse ihn im Hintergrund laufen. Aber normalerweise würde Gollum irgendwie auf einem Server im Firmennetzwerk installiert, also nicht etwa im Internet, sondern wirklich im lokalen Netzwerk. Und das ist auch ganz gut für, ja, vielleicht sensible Unternehmensdaten. Bei einem leeren Wiki wirst du dann direkt aufgefordert, eine Startseite anzugeben. Das mache ich jetzt auch. In dieses Textfeld schreibe ich also Hallo Welt und klicke dann auf Save. Und damit habe ich meine erste Seite im Wiki angelegt. Wie du siehst, ist die Benutzeroberfläche von Gollum relativ schlicht gehalten, was mir übrigens sehr gut gefällt. Neben dem Titel der aktuellen Seite hast du hier eine Suchmöglichkeit. Kannst auf einen Klick immer wieder zur Startseite springen oder dir alle Seiten ausgeben lassen. Momentan haben wir ja nur eine Seite, nämlich die Homepage. Und eine neue Seite lässt sich auch ziemlich leicht anlegen. Das mache ich jetzt einfach mal, hoppla, nämlich eine über Gollum selbst. Diese Maske kennst du ja bereits. Hier steht der eigentliche Text der Seite, den ich mal eben eintippen werde. Gollum ist ein Wiki. Fertig. Den Text kannst du hier oben über diese Werkzeugleiste bearbeiten, zum Beispiel Wörter oder Sätze fett formatieren oder zum Beispiel kursiv. Beim Speichern siehst du das, das hier ist fett, das kursiv, also wie erwartet. Vielleicht ist dir gerade aufgefallen, dass die Werkzeuge nichts anderes gemacht haben, als Steuerzeichen einzusetzen. Diese Steuerzeichen, genau das ist Markdown. Markdown ist eine Auszeichnungssprache, so wie HTML, nur sehr viel einfacher zu lesen und zu schreiben. Und weil man diese einfachen Formatierungen sehr gut selbst schreiben kann, erübrigt sich diese Werkzeugleiste eigentlich. Das haben die Entwickler auch erkannt und in der neuen Version durch eine Live-Vorschau ersetzt. Halte ich fest, auf die schalte ich nämlich jetzt mal eben um. Ja, das sieht doch schon besser aus. Links ist der Bereich, in dem du arbeitest und rechts ist die Vorschau von deinem Text. Ich habe hier zum Beispiel einen Text von der offiziellen Gollum-Webseite. In Markdown kann ich ganz einfach einen Text zitieren, indem ich an den Zeilenanfang eine spitze Klammer setze. Und dann siehst du hier vorne auch diesen grauen Strich, der das Zitat kennzeichnet, also so wie in deinem E-Mail-Programm. Du kannst sehr einfach Seiten verlinken. Dazu kopierst du einfach die Adresse in den Text und in der daraus erzeugten Seite erscheint automatisch ein anklickbarer Link. Möchtest du statt der URL lieber einen Linktext haben, dann setzt du die Adresse einfach in runde Klammern und den Linktext direkt davor in eckige Klammern. Interne Links auf das Wiki selbst haben übrigens ein etwas anderes Format. Wenn ich zum Beispiel von der Startseite auf meine neue Gollum-Seite verlinken möchte, dann muss ich den Namen der Webseite in doppelte Klammern setzen, wie hier. Der erscheint allerdings noch nicht in der Vorschau, sondern erst, wenn du die Seite gespeichert hast.
Überschriften kannst du in Markdown auf zwei Arten erzeugen. Die erste Art, du unterstreichst die Überschrift einfach mit Gleichheitszeichen und dann bekommst du eine Überschrift erster Ordnung. Die Gleichheitszeichen müssen dabei gar nicht so lang sein wie die gesamte Überschrift, sondern es reicht im Grunde ein Zeichen aus. Um eine Überschrift zweiter Ordnung zu erzeugen, nimmst du statt Gleichheitszeichen einfach Bindestriche. Mir gefällt die zweite Variante aber noch besser. Setz einfach eine Raute, also ein Doppelkreuz, an den Anfang der Überschrift. Und dann hast du eine Überschrift erster Ordnung. Und für eine zweite Ordnung nimmst du zwei Rauten. Das geht übrigens bis zur sechsten Ordnung. Hier brauche ich jetzt eine Überschrift zweiter Ordnung. Apropos Preis, was kostet eigentlich Gollum? Was kostet Gollum? Gute Nachrichten, Gollum ist absolut kostenlos und sogar quelloffen. Dafür ist allerdings die Installation etwas aufwendiger, besonders unter macOS. Du brauchst zuerst Xcode und die sogenannten Command-Line-Tools, die du aus in Xcode nachinstallieren kannst. Anschließend beschaffst du dir Mac Homebrew und mit Mac Homebrew kannst du dann ein ganz spezielles Paket wiederum nachinstallieren und so weiter und so weiter. Diese einzelnen Schritte sind auch im offiziellen Gollum-Wiki auf GitHub beschrieben. Es fehlen da allerdings noch ein paar Nacharbeiten, sowas wie eine Benutzeranmeldung, SSL-Verschlüsselung und so weiter. Diese Schritte werde ich mal nachträglich hier dokumentieren und dann verlinken. Ich finde das allerdings nicht wirklich schlimm, denn es muss ja nur einmal auf dem Server installiert werden. Alle Clients greifen ja über den Browser auf das Wiki zu. So, wir sind hier fertig. Speichern kannst du durch Klicken hier auf die Diskette oder rechts daneben, um einen eigenen Kommentar zu verfassen. Und jetzt können wir unser Kunstwerk bewundern. Aber über eine wichtige Sache haben wir noch gar nicht geredet und das ist Git. Möchte ich hier zum Beispiel diese Datei ändern und einfach mal ein Smiley ergänzen. Emoji. Dann habe ich hier auf der rechten Seite auch noch eine Änderungshistorie. Und hier siehst du auf der rechten Seite deine Kommentare und kannst auch auf die Version zugreifen und dir die Version anzeigen lassen. Richtig wie bei Zurück in die Zukunft. Nicht nur das, du kannst auch zwei Versionen miteinander vergleichen. Wähl einfach die beiden aus und dann siehst du farblich dargestellt, was sich geändert hat. Die Zeilen, die gelöscht wurden, sind rot markiert und alles, was neu reingekommen ist, ist grün. Und auf diese Art und Weise sieht man, dass diese eine Zeile durch die andere ersetzt wurde. Am Ende ist ja der Smiley. Du kannst auch eine ältere Version wiederherstellen. All diese Funktionen werden durch Git zur Verfügung gestellt. Wenn man einmal unter die Motorhaube schaut, dann ist das ganze Wiki eigentlich nur eine Sammlung von Textdateien. Und die Textdateien, die werden halt mit Git verwaltet. Die Textdateien kannst du dir genauso in einem Texteditor anschauen. Ist das nicht. Die lassen sich super gut sichern, verteilen. Du kannst damit eine Offline-Kopie speichern. Also eine coole Sache. Falls du noch Fragen hast, schreib mir unten einfach einen Kommentar. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass es mich gerne wissen und gib mir einen Daumen nach oben. Mach's gut. Tschüss.